Schauen wir mal rein. Smolik will mich verprügeln. Mein Abschlussstatement. Ich möchte mich nicht rechtfertigen. Ich möchte kein Mitleid. Ich möchte gar nichts. Eckerlin läuft mit über 90 Kilo. Also ist dieser Kampf definitiv möglich. Edmond, wenn du meinst, mich so kritisieren zu müssen, dass du so viel Ahnung hast, dann hab doch die Eier und kämpf gegen mich. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wenn die zu dem Teil kommen, wo ich weiß nicht, ob der Teil da drin ist, aber ich weiß es nicht, ob die den Teil da reingeschnitten haben, wo Smolik mich hier herausgefordert hat. Ich bin echt mal gespannt zu hören oder zu sehen, was die da an dieser Stelle gesagt haben zu dieser Herausforderung. Ist das sein Song eigentlich? Ja. Hat er gesungen oder was? Ja. Willst du mich verarschen oder was? Der ist doch jetzt Sänger. Was? Herzlich willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mit am Start seid. In diesem Video werde ich auf Kritik eingehen. Dann werde ich auf Ringlife eingehen, etwas zu erklären. Ich wusste tatsächlich eine ganze Weile auch gar nicht, dass Michael Smolik Musik macht. Ich hatte auch so eine ähnliche Reaction, als ich das erste Mal irgendwie so einen Videoclip gesehen habe und er auf einmal da dabei war. Ich dachte, der ist da irgendwie so Gast. So einen auf, ihr wisst ja, so Rapper, Musiker holen sich so einen Kampfsportler rein, der macht ein bisschen Schattenboxen, schaut böse, dass es ein bisschen gangstermäßiger wirkt. Aber am Ende war das Michael Smolik selber, der da gesungen hat. Mach Spur ein bisschen vor, komm, dass das ein Flop ist. Das nee. Edmond hat ja in seinem Video gesagt, Jetzt. Dass es normal sei, dass man nicht gleich den Champ kämpft von Anfang an. Für mich ist trotzdem MMA und Kickboxen eine komplett unterschiedliche Sportart. Jeder, der das MMA kannst du auch kein Mensch anhören. Kickbox so kritisieren zu müssen, dass du so viel... Geduldig ist er auf jeden Fall, der Christian. Der hat auf jeden Fall richtig viel Geduld. Dann hab doch die Eier und kämpf gegen mich. Fight doch gegen mich, zeig doch, was du kannst. Das weiß ich. Er weiß schon, also das Lachen war schon, das passiert eh nicht. Nein. Ich weiß schon, wo das gesagt hat. Weil ich doch gesagt habe zu ihm, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Aber dann sollen die Bären kämpfen. Aber er ist doch ein lustiger Clown. Also er hat ja auch das Gesicht und den Kopf wie ein Clown. Also von daher ist es schon in Ordnung. Das war schon, ne? Was habe ich vorhin gesagt? Dass er sich ein bisschen zurückhält. Jetzt ist es da wieder vorbei damit. Jetzt kommt ein bisschen mehr so, ja, die richtige Seite langsam. Das ist doch ein netter Kerl, ein süßer Kerl. Was hat er mit Kampfsport zu tun? Hinter ein paar Sachen kann ich trotzdem nicht stehen hier. Ich muss erstmal eins sagen, ganz kurz zu Ringlife, ne? Das ist wirklich ein Typ, der trifft es genau auf den Kopf. Ja. Der guckt sich, der macht diese Reaktionsvideos von ihm. Er macht auch, hat jetzt, seit ich YouTube angefangen hatte, Reaktionsvideos über mich gemacht. Ich sag dir, ich feiere den Typ so. Voll, richtig korrekt und der ist real. Der ist einfach authentisch. Und das ist das. Ey, was habt ihr? Ring Life Gang. Ja, was habt ihr gerade gehört? Habt ihr gerade gehört, was über uns gesagt wurde? Das müssen wir zu einem Sound machen und in den Livestream immer reinpacken. Ganz kurz zu Ring Life, ne? Das ist wirklich ein Typ, der trifft es genau auf den Kopf. Ja. Der guckt. Ring Life ist ein Typ, der trifft es genau auf den Kopf, okay? Der macht diese Reaktionsvideos von ihm. Der macht auch, hat jetzt, seit ich YouTube angefangen hatte, Reaktionsvideos über mich gemacht. Ich sag dir, ich feiere den Typ so übertrieben. Voll, richtig korrekt und der ist real. Der ist einfach authentisch. Wir sind real. Hey, Freunde, wir sind real. Seien wir mal ehrlich. Wenn man ein besseres Kompliment... Was gibt es Besseres? Jetzt habe ich das. Was gibt es Besseres, als gesagt zu bekommen, dass man real ist, ja? So, ich versuche mich ja nicht hier auf YouTube irgendwie zu verstellen. Ne, ich versuche natürlich, euch ein bisschen zu unterhalten. Ich bin natürlich im privaten Leben nicht genauso, wie ich jetzt hier in meinem Stream bin oder auf YouTube bin. Ich habe hier natürlich eine etwas unterhaltsamere Art, ja? Im Privatleben bin ich etwas zurückgezogener, etwas ruhiger. Aber natürlich versuche ich, euch im Stream zu unterhalten und euch ein bisschen, ja, Spaß und sowas in den Stream reinzubringen. Aber dennoch verstelle ich mich halt hier nicht und zeige hier eine Maske oder eine Fassade oder so, die ich halt gar nicht bin. Im Grunde genommen ist das, was ich im Stream bin, halt einfach eine etwas ein bisschen übertriebenere Version von dem, was ich halt im Privatleben bin. Oder was ich wäre, wenn ich zum Beispiel mit meinen ganz, ganz engen Freunden chille. Wieso ist das Licht eigentlich an? Das stört mich gerade kurz. Aber danke auf jeden Fall für die Props, weiß ich zu schätzen. Ne? Was ist das? Und das hier? Ja. Ich sag dir, das ist nicht real. Ja. Das ist einfach irgendwas Gestelltes. Schauspielerei oder sonst irgendwas. Aber das kann er ja schauspielen. Ich kenne den viel zu wenig. Die Leute sagen mir, ich sehe es nur in den Kommentaren, RTL-Bulle,
Ja, genau. Also in echten im echten Leben und im Fernsehen. Auch Polizist. Ja, richtig von Herzen. Ich will der beste Deutsche sein. Ja, ja. Ich will. Ah, jetzt. Ja, ich fordere ihn heraus, weil er ist zwei Gewichtsklassen unter mir, damit der Kampf nicht zustande kommt. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Eckerlin läuft mit über 90 Kilo rum. Und ja, ich habe gesagt, dass ich ihn nächstes Jahr überholen werde. Und ich glaube auch, dass ich das Potenzial habe. Aber was will er denn überholen? Kommen, was meint er damit? Er will der Beste in Deutschland werden. Also. Man ist Kämpfer. Man braucht diese Selbstkraft, dieses Selbstvertrauen in sich. Oh, mein Gott. Ich werde besser als die, ich werde besser als er. Er ist auch noch Life-Coach. Und so motiviert man sich. Auch noch. Versteht ihr? Und das ist halt etwas auch, was sehr viele Leute sagen, ne? Muss man halt ehrlich sagen. Sehr, sehr viele Leute sagen immer dasselbe. Und zwar, dass diese Statements von Smolik halt immer sehr geschauspielert wirken oder gar nicht real wirken. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er halt einfach extrem untalentiert darin, vor der Kamera wirklich gut rüberzukommen. Aber es haben halt sehr viele Leute halt immer diese Meinung über ihn, ne? Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre. Ja, so alles klar. Er hat fast unser Alter erreicht. Ja, fast. Das Gequake von dem kann ich mir gar nicht mehr anhören. Guck mal, ich sag auch jetzt das letzte Mal was darüber. Ich muss ja den jungen Mann mit seinen zarten 30 Jahren, er ist ja, nicht der stabilste, sag ich mal. Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Ich sag jetzt mein Statement dazu, sag ich mal. Statement oder wie auch immer. Meine Ansage an ihn. Er sagte, er braucht ja über ein Jahr Zeit, dass er eventuell gegen mich kämpfen kann. Soll er in einem Jahr, ist noch viel Wasser den Bach runtergelaufen, soll er in einem Jahr kommen? Soll er mein Management kontaktieren, soll er tief in die Tasche gehen und dann schauen wir, wer diese Veranstaltung austrägt und dann soll er einfach kommen. Ist egal. Soll seine 100 Kilo behalten, der soll gar nichts abkochen. Soll er kommen, wie er will. In einem Jahr, schauen wir, was in einem Jahr passiert. Da wird er noch ein paar Flaschen gekämpft haben und dann schauen wir, wie es gelaufen ist. So würde ich sagen und das ist mein letztes Wort zu ihm. Ich meine, das sind ja immer wieder die gleichen Videos. Ja. Man kann jetzt noch mal ein paar Mal hin und... Real Talk. Also wirklich Real Talk. Ich glaube nicht, dass der Kampf passieren wird. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich tatsächlich zu diesem Kampf kommen wird. Es gibt so viele Kämpfe, die interessant wären, die potenziell interessant wären, die wir uns alle erhoffen zum Beispiel, ja? Und die nie wirklich zustande kommen und ich glaube, das wird einer davon sein. Irgendwas wird zwischen den Parteien ungeregelt sein oder nicht stimmen, dann kann man sich hier nicht einigen, dann kann man sich da nicht einigen. Und ich glaube tatsächlich, es wird nicht dazu kommen. Extrem schade, denn ich würde das sehr, sehr gerne sehen. Das ist so wirklich, im deutschen Kampfsport wäre das wahrscheinlich aktuell der Top-Kampf, den ich gerne sehen würde. Einfach rein aus Interesse, rein aus Neugier. Aber ich befürchte leider, dass es irgendwie nicht dazu kommen wird. Und her, ja, der ist schwer. Das bringt auch gar nichts. Und das ist einfach sowieso Zeitverschwendung. In der Zeit könnte der ein bisschen mehr trainieren. Ja. Für dich. Genau. Und, hat er auch ein Ziel vor Augen, hat er ja gesagt. Genau. Er will den Champ, ich mein, wenn und der er, Champ kommt, der kommt. Wenn er egal nächstes wohin. Jahr, Ende des Jahres sagt, ey Christian, lass kämpfen, du bist ready. Kein Problem. Dann findet der Kampf statt. Alles gesagt. Mein Urin sagt mir aber, der findet nicht statt. Echt? Dein Urin, alle. Brutal. Ja, Leute, das war unser letztes Video zu dem Thema hier. Small Clown Smick oder wie auch immer heißt. Nee, Spaß beiseite, das war unser letztes Video. Da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. War gerne. Sehr gut mit dir und wir bauen dich auf jeden Fall öfters ein. OnlyFans. Und OnlyFans. Okay. Das war jetzt die eine Seite. Jetzt haben wir gesehen, was Katharina und Christian zu dieser ganzen Thematik gesagt haben. Jetzt kommt aber gleich noch die Antwort von Smolik darauf. Die interessiert mich jetzt auch brennend, aber erstmal mache ich das Licht aus. Warte mal. Auf diese Ansage ist, ja. Der hat hier eine 11 Minuten Reaction auf das Video gemacht. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an und ich bin mal gespannt, was er dazu gesagt hat. Ich habe so Lust, ihn in den Arsch zu treten. Michael! Habt ihr es gehört? Ich habe so Lust, ihn in den Arsch zu treten. Michael! Ich habe so Lust, ihm in den Arsch zu treten. Also der Front von Michael Smolik fängt jetzt hier direkt am Anfang vom Video auch auf jeden Fall an. Bin mal gespannt, was er jetzt hier sagen wird. Ich wollte es mir eigentlich aufsparen für die Vorbereitung. Ich ziehe mir das immer sehr, sehr gerne rein, wenn jemand irgendwie Scheiße über mich labert, gegen mich schießt oder sonst irgendwas sagt. Wobei ich will ja nicht vorurteilen. Ich habe die Videos noch nicht gesehen. Vielleicht
war er diesmal nett. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Deshalb werde ich auf sein letztes Video reagieren, bevor wir aber mit dem Video komplett... Guter Cut, ja, okay, guter Cut, muss man sagen, war gut. Wir machen jetzt eine Oh, das ist eine richtige Inception-Reaction. Reaction ist das. Wir reagieren gerade, Edmond reagiert auf Smolik, reagiert auf Christian, reagiert auf Smoliks Kampf. Das ist eine Dreifach-Reaction gerade. Reaction ist es. Interessant. Ich kann mir eh denken, was er dazu gesagt hat. Das gucke ich mir ein andermal an. Das spare ich mir tatsächlich für die Vorbereitung auf. Wir gucken uns Smolik will mich verprügeln. Mein Abschlussstatement an. Der Debüt Adnan Alic. Wollen wir das an? Brauchen wir nicht viel sagen. Wir wissen alles, wann. Ja. Wieso guckst du denn so? Mensch, Christian, was ist mit dir los? Der Ton ist wirklich schlecht. Sorry, Freunde. Das liegt gerade auch nicht an mir. Das liegt halt wirklich an dem Mikrofon, das der Smolik benutzt. Das ist wirklich einfach schlecht gerade. Deswegen kann man ihn da leider nicht so gut hören. Ein bisschen vor. Edmond hat dir in seinem Video gesagt, dass es normal sei, dass man nicht gleich den Champ kämpft von Anfang an. Für mich ist trotzdem MMA und Kickboxen ein komplett unterschiedlicher Sportart. Jeder, der MMA... Das kannst du auch kein Mensch anhören. Also... Warum ist denn der so unsympathisch? Oder hat der nur so einen Hass gegen mich? Okay, weiter. Du kritisieren zu müssen, dass du so viel Ahnung hast. Dann hab doch die Eier und kämpf gegen mich. Fighte doch gegen mich, zeig doch, was du kannst. Das weiß ich. Er weiß schon, also das Lachen war... Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, das ist jetzt, was mich interessiert. Ich bin mal gespannt, was er jetzt nochmal im Stream vielleicht so zu dieser Sache mit mir gesagt hat. Schon, das passiert eh nicht? Nein. Ich weiß schon, wo er das gesagt hat. Weil ich doch gesagt habe zu ihm, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Aber dann sollen die Bären doch kämpfen. Aber ist doch... Hä? Da ging es doch um Edmond. Weil ich doch zu ihm gesagt habe, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Moment. Also das Lachen war schon, das passiert eh nicht? Nein. Ich weiß schon, wo er das gesagt hat. Weil ich doch gesagt habe zu ihm, ob er Eier hat und kämpfen kommen soll. Aber dann sollen die Bärnarche kämpfen. Aber ist doch ein... Also Moment. Das war von mir ja ein Joke in Bezug auf Ringlife. Weil alle immer gesagt haben, jetzt wird er auch noch Ringlife herausfordern, weil er ihn kritisiert. Deswegen habe ich darüber einen Joke gemacht. Ringlife wiegt, keine Ahnung, 30 Kilo weniger als ich. Der hätte ja auch... Nicht ganz, also ich wiege so knapp 90 Kilo, also ein bisschen mehr habe ich auf den Rippen. Gemeint, dass er gerne mal gegen mich boxen möchte. Ich hatte auch gesagt oder darunter kommentiert, wenn ich keine Pro-Fights habe und wenn nichts ansteht, können wir das gerne auch mal machen. Darum geht es aber gerade gar nicht. Also entweder verstehe ich das gerade falsch oder die haben es einfach gar nicht gerafft. Aber okay. Lustiger Clown, also der hat ja auch das Gesicht und den Kopf wie ein Clown, also von daher ist es schon in Ordnung. Moment. Ist doch ein lustiger Clown, also der hat ja auch das Gesicht und den Kopf wie ein Clown, also von daher ist es schon in Ordnung. Boah, ey. Ich hab so Lust, den in den Arsch zu treten. So ein netter Kerl, ein süßer Kerl. Ist ein süßer Kerl. Weißt du, ein süßer Kerl. Was hat er mit Kampfsport zu tun? Ja? Okay, was ich mit Kampfsport zu tun habe, wird er spätestens erfahren, wenn er mit mir im Cage steht. Boah, deswegen habe ich auch gesagt, ich hatte ja letztens noch eine Story gemacht, gestern, dass ich mich dazu nicht äußere, beziehungsweise mir das Video gar nicht anschaue, weil ich mir das aufspare für die Vorbereitung. Genau aus diesem Grund. Ich hoffe, dass meine Hand schnell verheilt, weil, okay. Hinter ein paar Sachen kann ich trotzdem nicht stehen hier. Kann ich muss erst mal eins sagen. Ja, also es verärgert ihn auf jeden Fall. Man sieht schon, den Smolik verärgert das auf jeden Fall. Mag sein, dass er das... Aber das ist halt eine Sache, das kann schon einen Fighter richtig zur Bestleistung pushen. Ne? Da muss ich jetzt auch da hundertprozentig ehrlich sein an dieser Stelle. Ne? Wenn man so viel Kritik und sowas abbekommt, dann kann das kann bei einem schon wirklich so ein Feuer anfackeln, dass man richtig Bock hat, dann hart zu trainieren und allen was zu beweisen. Ne? Deswegen... Es gibt Fighter, die lassen sich davon kaputt machen und andere nehmen das als kranke Motivation. Ich bin mal gespannt, wie es bei Smolik ausschauen wird. Ganz kurz zu Ringlife, ne? Das ist
wirklich, ein Typ, der trifft es genau auf den Kopf. Ja. Der guckt, der macht diese Reaktionsvideos von ihm. Er macht auch, hat jetzt, seit ich YouTube angefangen hat, Reaktionsvideos über mich gemacht. Ich sag dir, ich feiere den Typ so übertrieben. Voll, richtig korrekt einfach, und der ist real, der ist einfach authentisch. Und das ist das. Und das hier, ich sag dir, das ist nicht real. Ja. Das ist einfach irgendwas Gestelltes, Schauspielerei oder sonst irgendwas. Aber das kann er ja schauspielen. Ja. Ich kenne den viel zu wenig. Die Leute sagen mir, ich sehe es nur in den Kommentaren, RTL-Bulle. Ja, ja, genau. Okay, einerseits sagt er, ich sei nicht real und nicht authentisch. Andererseits sagt er, er kennt mich nicht. Finde den Fehler, Christian. Also in echten im echten Leben und im Fernsehen. Oh, Polizist. Ja, richtig von Herzen. Ja, es geht ja immer auch um die Wirkung, wie Leute im Internet wirken. Ne? Es kommen auch sehr viele Leute zu mir und sagen, ja, du wirkst auch total arrogant, du wirkst total unfreundlich. Es hat immer was mit der Wirkung zu tun. Andererseits gibt es jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel auf der Seite von Smolik stehen, die sagen, Christian Eckerlin wirkt total unsympathisch und ist voller was weiß ich was, ja. Man bildet sich halt immer eine Meinung. Man muss jemanden nicht erst kennenlernen und das ist halt das Problem an der ersten Meinung, ne? Man bildet sich eine erste Meinung und dann kennt man den Typen nicht. Möglicherweise ist diese erste Meinung über diese Person richtig, möglicherweise täuscht man sich halt, ne? Aber man hat ja trotzdem eine erste Meinung über jemanden, ne? Und so, ich sag's halt, ich bin halt ehrlich, so die erste Meinung entscheidet halt bei sehr, sehr vielen Leuten. Und Christian hat halt einfach keine gute erste Meinung von Smolik. Deutsche sein. Ich soll ihn heraus, weil er ist zwei Gewichtsklassen unter mir, damit der Kampf nicht zustande kommt. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Eckerlin läuft mit über 90 Kilo rum. Und ja, ich habe gesagt, dass ich ihn nächstes Jahr überholen werde. Und ich glaube auch, dass ich das Potenzial habe. Aber was will er denn überholen? Kommen, um was meint er damit? Er will der Beste in Deutschland werden. Also. Man ist Kämpfer. Man braucht diese Selbstkraft, dieses Selbstvertrauen in sich. Ich glaube, sein Problem wird sein, dass er mich nicht ernst nimmt. Egal, was ich äußere, egal, was ich sage, so, er scheißt da so voll drauf. Er guckt da so voll von oben herab auf mich und denkt sich so, was will der mir überhaupt sagen? Aber okay, wir werden sehen. Ja, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das sieht so aus, als würden wir gerade gemeinsam alle zu dritt eine Reaction machen. Junge, was wäre das? Ne, zu viert, falsch. Ne, zu dritt. Ich, Michael Smolik und Michael Smolik 2 reagieren gemeinsam auf Christian Eckerlin hier gerade. Eine Triple Reaction. Zweifach vertreten durch Smolik. Mein Gott. Ich werde besser als die, ich werde besser als er alle. Ist auch noch Life-Coach. Und so motiviert man sich. Auch noch. Verstehe ja. Also bin ich Life-Coach. Echt jetzt? Das ist mir neu. Wer ist sie überhaupt? Also ich finde sie ja von ihrer Art her zumindest mal sympathischer, das muss ich sagen. Mein Weg, ich bin mittlerweile 30. Und das hat mich gerade irgendwie... Oh yeah. Das hat mich gerade voll an Ding erinnert. An Conor McGregor bei dieser Press-Conference, wo der eine im Hintergrund sagt, ey, ich bin der wahre Knockout-Puncher und er dreht sich um und sagt, who the fuck is that guy? Ey, ihr erinnert euch, ne? Yeah. Irgendwie ist mir das direkt in den Kopf gegangen gerade. Ah, oh, shit, das war ganz köstlich. Warte, nochmal zurück. Verstehe ja. Also bin ich Life-Coach. Echt jetzt? Das ist mir neu. Wer ist sie überhaupt? Also ich finde sie ja von... Who the fuck is that guy? Junge, da hätten die... Schade, dass er das nicht gemacht hat, weil das wäre köstlich gewesen. Schade, dass entweder er oder sein Cutter da nicht auf die Idee gekommen ist, diese Situation von Connor reinzuschneiden, wo er sich umdreht und man so, who the fuck is that guy? Das wäre richtig geiler Edit gewesen. Das hätte ich gefeiert, Mann. An ihrer. Das Gequake von dem kann ich mir gar nicht mehr anhören. Guck mal, ich sag auch jetzt das letzte Mal was darüber. Ich muss ja den jungen Mann mit seinen zarten 30 Jahren, er ist ja, nicht der stabilste, sag ich mal. Was bin ich nicht? Er ist ja, nicht der stabilste, sag ich mal. Nicht der stabilste? Ich lasse ihn einfach mal in Ruhe. Ich sag jetzt mein Statement dazu, sag ich mal. Statement oder wie auch immer. Meine Ansage an ihn. Er sagt ja, er braucht ja über ein Jahr Zeit, dass er eventuell gegen mich kämpfen kann. Soll er in einem Jahr, ist noch viel Wasser den Bach runtergelaufen, soll er in ein Jahr kommen, soll er mein Management kontaktieren, soll er tief in die Tasche gehen und dann schauen wir mal, wer diese
Veranstaltung austrägt und dann soll er einfach kommen. Ist egal. Soll seine 100... Gut, das ist doch eine Ansage. ...Kilo behalten, der soll gar nichts abkochen. Soll er kommen, wie er will. In einem Jahr, schauen wir mal, was in einem Jahr passiert. Da wird er noch ein paar Flaschen gekämpft haben und dann schauen wir, wie es gelaufen ist. So. Also sorry, wie kann man denn dem seine Art feiern? Yeah. Kann man so unsympathisch reden? Ist mal ernst und so respektlos. Digga, was für, ich behalte meine 100 Kilo. Wenn ich gegen dich kämpfe, dann kämpfe ich in der gleichen Gewichtsklasse, Punkt. Dann kämpfen wir Light Heavyweight oder was auch immer, Catchweight oder kein Plan. Würdest du sagen, oder ist mein letztes Wort zu ihm? Ich meine, das sind ja immer wieder die gleichen Videos. Ja. Man kann jetzt noch mal ein paar Mal hin und her. Ja, der ist schwer. Das bringt auch gar nichts. Und das ist einfach sowieso Zeitverschwendung. In der Zeit könnte der ein bisschen mehr trainieren. Ja. Für dich. Genau. Und, hat er auch ein Ziel vor Augen, hat er ja gesagt. Genau. Er will den Champ, ich meine, wenn der Champ kommt, der kommt. Wenn er nächstes wohin. Jahr, Ende des Jahres sagt, ey Christian, lass kämpfen, du bist ja ready. Kein Problem. Dann gut. Das ist gut. Findet der Kampf statt? Mein Urin sagt mir aber, der findet nicht statt. Echt? Dein Urin, Alter. Erstmal übergeben. Ja, Leute, das war unser letztes Video zu dem Thema hier. Oh, shit. Der Kampf statt. Mein Urin sagt mir aber, der findet nicht statt. Echt? Dein Urin, Alter. Bah, erstmal übergeben. Ja, Leute, das war unser letztes Video zu dem Thema hier. Small Clown Smick. Oder wie auch. Boah, ey. Boah, der Kampf wird definitiv stattfinden. Auch immer heißt. Nee, Spaß beiseite, das war unser letztes Video, da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Katharina? Okay, was soll ich dazu sagen? Viele Beleidigungen, viele respektlose Äußerungen, viele angewiderte Mimiken von ihm, aber es interessiert mich alles gar nicht, weil was mich interessiert, ist, dass er gesagt hat, dass ich kommen kann und dass der Kampf stattfinden wird. Ich freue mich sehr, ich danke dir für deine lieben Worte, liebe Nummer 17, 19, sorry, 19. Ich hoffe, dass meine Hand schnell heilt, dass ich bald wieder trainieren kann. Was? Lieber Nummer 19? 17? 19? Was war das? Klärt mich mal kurz auf. Ne, warte mal, das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Also ich weiß gerade leider nicht, was er gemeint hat mit dieser 19 oder 17. Ich weiß es nicht. Egal, schauen wir weiter, was er sagt. Weil wir trainieren kann. Ende November ist es soweit. Mein dritter Kampf in diesem Jahr gegen Alexander Wesner. Höchstwahrscheinlich wird stattfinden. Auf diesen Fight freue ich mich auch. Auf den werde ich mich auch erst konzentrieren. Das wird für mich auch erstmal das letzte Statement zu diesem Thema sein. Es geht mir schon wirklich auf den Sack, über ihn zu reden und ihn anzuschauen und seine Mimik zu sehen. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Er meinte, ich kann in der Zeit auch trainieren. Ich meine, er sitzt genauso vor der Kamera. Also was soll ich dazu sagen? Jeder weiß, man trainiert nicht 24 Stunden am Tag. Um mein Training braucht er sich keine Sorgen zu machen. Darum kümmere ich mich schon. Und ansonsten war es das zu diesem Thema. Da kommt auch erstmal nichts mehr. So, und jetzt vorerst meine letzte Ansage an dich, lieber Christian. Du brauchst für mich keine 2 Wochen Vorbereitung. Schön, du möchtest, dass ich meine 100 Kilo Kampfgewicht behalte. Schön, ich werde dich aber trotzdem verschlagen. Ich werde das Gleichgewicht haben wie du, dass im Nachhinein nicht irgendwas gesagt werden kann. Du nimmst mich nicht ernst, okay, alles gut. Du kannst mich beleidigen, du kannst respektlos zu mir sein, aber wir reden nach dem Fight. Alles, was für mich zählt, ist, dass du gesagt hast, dass der Kampf stattfinden wird oder stattfinden kann. Deine Freundin, wer auch immer das war, meinte ja, dass der Kampf nicht stattfinden wird. Und ich garantiere hier an dieser Stelle, wenn du zusagst, werde ich gegen dich kämpfen und ich werde dir in den Arsch treten. Große Worte. Michael Smolik sagt, der Kampf wird auf jeden Fall stattfinden, falls Christian Eckerlin den Kampf zusagt. Also beide wollen anscheinend ernsthaft gegeneinander kämpfen. Ich glaube trotzdem irgendwie nicht, dass der Kampf stattfindet. Ich weiß nicht, da bin ich tatsächlich ein bisschen auf der Seite von der Katharina. Die hat gesagt, sie zweifelt auch daran, dass der Kampf zustande kommen wird. Und irgendwie habe ich wirklich selber auch das Gefühl, ich weiß es nicht, Mann. Irgendeiner, der Promoter, Manager oder so, wird es reinscheißen und dann wird der Kampf nicht stattfinden. Habe ich echt das Gefühl, Mann. Leider ist es einfach viel zu oft in der Kampfsportwelt, dass sowas passiert.